Wartung und Instandsetzung der Tornados in Holloman, New Mexico. Viel zu tun für die technische Gruppe. Start zu einem Nachtflug auf der Holloman Air Force Base in New Mexico. Nachtflüge mit dem Tornado stehen beim Fliegerischen Ausbildungszentrum der Luftwaffe im Südwesten der USA regelmäßig auf dem Programm. Für die Warte der Kampfflugzeuge heißt das Spätschicht. Sie übergeben die Maschine vor dem Flugeinsatz klar an die Besatzung und übernehmen den Jet wieder nach der Rückkehr. Sobald die Crew das Flugzeug verlassen hat, machen sich die Warte an die Arbeit. Als erstes checken sie die Fehlerschalttafel, ob Störungen aufgetreten sind, oder sie beheben Störungen, die die Besatzung nach dem Flug gemeldet hat. Außenlasten wie Bewaffnung oder Zusatztanks werden abgerüstet. Die Maschine wird wieder betankt, damit der Tornado am nächsten Tag wieder für Ausbildungsflüge zur Verfügung steht. Wir haben hier dazu permanent 15 Tornado-Kampfflugzeuge stationiert, die gewartet, inspiziert, betankt und bewaffnet werden müssen. Und das jeden Tag, zwei Runden am Tag, sodass wir sowohl Tagflug als auch Nachtflug hier sicherstellen können. Von den 500 Soldaten, die in Holloman stationiert sind, bildet die technische Gruppe den größten Anteil mit 350 Soldaten, die in den Bereichen Wartung, Instandsetzung und Nachschub arbeiten. Oberfeldwebel Sascha Röse ist Wartungsgruppenführer am Tornado. Er ist zuständig für die Inspektion der Maschine vor und nach den Flügen. Ich habe für mich immer einen Ablauf im Kopf. Ich fange vorne an der Nase an, arbeite mich dann links ums Flugzeug, fange mit der Bordkanonenklappe an, gucke mir da die Kartensatzpunkte an, die gefordert sind, arbeite mich weiter zum Hauptfahrwerk, gehe weiter über den Flügel, hinten ums Flugzeug herum, bei den Triebwerken. Und auf der anderen Seite praktisch genau das Gleiche. Und zum Schluss mache ich dann halt immer die Intakes. Die Intakes, also die Triebwerkseinlässe, untersucht der Oberfeldwebel auf Vogelschlag. Selbst kleinere Vögel können hier schwere Schäden anrichten. Neben den Routinechecks führen die Warte auch Reparaturen durch. Hier muss am Tornado ein Bugrad gewechselt werden, dessen Profil die Verschleißgrenze erreicht hat. Die Sicherheit der Besatzung steht über allem, deshalb wird das Rad ausgetauscht. Alle 300 Flugstunden wird der Tornado durch die Instandsetzungsstaffel auf Herz und Nieren geprüft. 90 Tage lang werden umfangreiche Inspektionen und eventuell nötige Reparaturen durchgeführt, große und kleine. Hier hatten wir jetzt den Fall, dass wir eine kleine Hydraulikleckage hatten an der Hydraulikanlage 2. Und gerade hier im Bereich von der Hilfsturbine, die den Tornado halt anlässt, ist es immer sehr gefährlich, Hydrauliklecks zu haben, hohe Temperaturen. Und da war hier ein kleiner O-Ring undicht und den dicht mir gerade ab. Verantwortlich für den Ablauf der Arbeiten am Tornado ist der sogenannte Dockchef. Von den Hydraulikern über die Elektriker zu den Metallern, von den Spezialisten für Klima-, Sitz- oder Flug- und Notausrüstung bis zu Technikern für Regelanlagen, Funk oder Radar. Der Dockchef entscheidet, wer wann welche Arbeit am Flugzeug ausführt. Meine Hauptaufgabe ist, die einzelnen Fachgruppen, die auf ihre Gerätschaften und Ähnliches spezialisiert sind, so weit zu koordinieren, dass die sich nicht gegenseitig stören, dass Gefahrenbereiche, die, wenn man zum Beispiel Hydraulik rannimmt, die Teile bewegen, dann kann ich keine anderen Fachgruppen gebrauchen, weil das dann zu gefährlich wird. Oder es auch so weit hinzukriegen, zu koordinieren, dass drei Fachgruppen, vier Fachgruppen gleichzeitig arbeiten können, damit man guckt, die Zeit so effizient wie möglich auszunutzen. Das kann aber nur funktionieren, wenn die nötigen Ersatzteile auch da sind. 8.700 Kilometer ist Holloman von Deutschland entfernt, das heißt lange Transportwege, eine große Herausforderung für die Nachschub- und Transportstaffel. Wie in jedem Betrieb müssen wir hier sicherstellen, dass die Ersatzteile zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind. Das heißt, auch meine Kampfflugzeuge sind nur dann einsatzklar, wenn die Ersatzteile zum richtigen Zeitpunkt hier sind.
Um den Übungsbetrieb in Holloman gewährleisten und aufrechterhalten zu können, muss die technische Gruppe im Schnitt 8 Maschinen pro Tag einsatzbereit zur Verfügung stellen, damit morgens und nachmittags jeweils eine Runde geflogen werden kann. Und das schafft die technische Gruppe auch Jahr für Jahr.